Akupressur der psychokorporellen Energiearbeit, Lektion 43 des Gratis-Selbsthilfe-Lehrgangs von Vivian Rauber, Psychologin Zürich, Schweiz. Hier kräftige den Lebermeridian, das heißt aktiviere den Lebermeridian, um dir mehr Kraft zu geben und aus der Hilflosigkeit herauszukommen. Und die Meditation, das dritte Chakra kräftigen, die Blume öffnen und dir die Erlaubnis zu geben, selbstständig zu sein und sei du selber. Klopfe den Lebermeridian in seiner Laufrichtung, um dir Kraft zu geben. Von der großen Zehe über den Fußrücken, über drei Yin auf der Innenseite des Beines hinauf bis zur Leistengegend. Dort geht ein innerer Ast zu tiefe Freude, der Punkt des Milzmeridians, und durch den Zentralkanal und hinauf zu Leber 13. Von dort geht ein innerer Ast durch Gallenblase und Leber und kommt zurück zum Punkt Leber 14, Unterstützung und Nahrung. Ein weiterer innerer Ast zweigt ab durch die Lunge bis zu Lungen 1, dem Punkt Loslassen. Von Unterstützung und Nahrung geht ein weiterer innerer Ast durch die Luftröhre hinauf bis zum Auge, von dort wieder hinunter um den Mund herum und weiter hinauf bis zum höchsten Punkt des Kopfes, wo auch das Kronenchakra sich befindet. Klopfe oder visualisiere jetzt den Lebermeridian. Wir klopfen in der Richtung, wie der Meridian verläuft, um dir Kraft zu geben, um aus Hilflosigkeit herauszukommen. Beginne bei der großen Zehe auf der Innenseite des Nagels. Klopf bis zum Punkt Leber 3, mittlerer Altar. Der befindet sich etwa einen Zentimeter höher als der Zehe beginnt. Du fährst weiter hinauf, visualisierst oder klopfst bis zum Punkt 3 Yin, eine Hand oberhalb des inneren Knöchels, wo die drei Yin-Meridiane, Milz, Niere und Leber sich treffen. Dann fährst du weiter hinauf in der Nähe von Quelle des Yin, ein bisschen weiter hinten fährt der Lebermeridian hinauf. Dann geht er weiter auf der Innenseite des Beines, umgeht die Sexualorgane und geht zum Punkt Milz 12. Tiefe Freude, ein innerer Ast geht dorthin. Dann geht es über die Mittellinie auf der Innenseite zur untersten Rippe, zu Leber 13 und dann zu Leber 14. Auch hier geht ein innerer Ast hindurch zu Gallenblase und Leber. Der letzte Punkt, Leber 14, Unterstützung und Nahrung. Du erinnerst dich, wie wir ihn finden, am Schluss des Brustbeines im zweiten Löchlein. Das erste ist Magen, das zweite ist Leber, den wir suchen, das dritte ist Gallenblase und ein bisschen weiter unten Milz.
Ein innerer Ast geht hinauf durch die Luftröhre hinauf bis zum Aug, dann wieder hinunter, geht um den Mund herum und vom Aug wieder hinauf bis zum höchsten Punkt des Kopfes, wo auch das Kronenchakra sich befindet. Ein weiterer innerer Ast geht von Unterstützung und Nahrung, ging ein innerer Ast zu Leber und Gallenblase. Von der Leber geht der innere Ast weiter durch die Lunge bis zum Punkt Lunge 1 loslassen. Den findest du, diesen Punkt, dort wo das Schlüsselbein aufhört, etwa 1 Zentimeter hinunter. Visualisiere oder klopfe den Lebermeridian jetzt auf beiden Seiten. Du weißt noch, er beginnt bei der großen Zehe. Klopfe weiter über mittlerer Altar, über 3 Yin, über Quelle des Yin, hinauf bis zu tiefe Freude und zu Unterstützung und Nahrung. Wir klopfen den Lebermeridian in der Laufrichtung, so wie wir es eben gemacht haben, wenn wir mehr Kraft wollen, wenn wir aus der Hilflosigkeit, der Kraftlosigkeit herauskommen wollen. Mach gleich mit, behandle dich selber, während du zuschaust. Diesen Release machen wir dann, wenn du mehr Kraft willst, wenn du irgendwie kraftlos bist, dich hilflos fühlst, das Gefühl hast, ich bin nicht wichtig, ich bin nichts wert. Und wir beginnen. Mit der oberen Hand gehen wir auf Unterstützung und Nahrung. Du gehst dem Brustbein entlang, bis es aufhört, und dann gehst du der Rippe entlang ins zweite Löchlein. Und mit der anderen Hand gehst du zu mittlerem Altar. Du schaust, wo die große Zehe aufhört, drückst hinein, etwa 1 Zentimeter hinauf, um zu spüren, wo du das Gelenk der Mittelfußknochen findest. Dort drückst du hinein. Spür das Pulsieren. Trenn dich ab, das bin ich, das bist du. Und dann gehst du mit einem Laser tief in den Punkt hinein, um die Kraft zu finden. Das Wissen, ich bin wichtig. Und verbinde beide Punkte. Dann gehst du mit der unteren Hand auf 3 Yin. Der kleine Finger ist auf dem inneren Knöchel und etwa 4 Finger oberhalb findest du 3 Yin auf der inneren Hosennahtlinie, wenn es eine hätte. Spür das Pulsieren. Trenn dich ab, das bin ich, das bist du. Geh tief in den Punkt mit deinem Laser, finde diese innere, tiefe Kraft, auch in Unterstützung und Nahrung,
und verbinde beide Punkte. Sieh die Verbindung, spür sie. Dann gehst du mit der unteren Hand auf tiefe Freude. Du suchst das Schambein, den Knochen, und fährst nach außen in die Leistengegend. Es ist ein Milzpunkt, Milz 12, aber du erinnerst dich, ein innerer Ast des Lebermeridians geht dorthin. Spür das Pulsieren, trenn dich ab geh tief in die Punkte hinein und verbinde sie. Sieh die Verbindung, spür sie. Dann kannst du die Hand wechseln. Mit der unteren gehst du auf Unterstützung und Nahrung und mit der oberen gehst du auf Loslassen. Das ist Punkt 1 des Lungenmeridians. Aber du erinnerst dich, da geht auch ein innerer Ast des Lebermeridianes hin. Du findest diesen Punkt, in dem du dem Schlüsselbein nach hinausfährst, bis der Knochen kommt, und dann fährst du von dort etwa einen Zentimeter hinunter und spürst das Pulsieren. Trenn dich wieder ab und verbinde beide Punkte. Sieh die Verbindung, spür die Verbindung. Vielleicht hast du den tiefen Atemzug der Klientin gesehen. Das heißt, dass die Energie in Bewegung gekommen ist. Diesen Release, diese Behandlung machen wir, um zu kräftigen, um aus der Hilflosigkeit zu kommen. Mach jetzt folgende Übung mit mir, um das dritte Chakra und die ersten drei Chakren zu kräftigen. Stell dir jetzt vor, dass du bei der Einatmung in deinem Wurzelchakra eine rote Blume öffnest und bei der Ausatmung schließt sie sich wieder und wird zu einem leuchtenden Punkt. Öffne die rote Blume beim Wurzelchakra nach unten nochmals und lass sie bei der Ausatmung sich wieder schließen und zu einem leuchtenden roten Punkt werden. Öffne nochmals diese rote Blume und bei der Ausatmung lass sie sich wieder schließen. Geh jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zum Steißbein und bei der Einatmung gehst du durch die Wirbelsäule hinauf bis auf die Höhe des zweiten Chakras und öffnest jetzt nach hinten eine orangefarbene Blume. Und bei der Ausatmung lässt du sie sich wieder schließen, bis sie zu einem leuchtenden, orangen, kleinen Punkt wird. Öffne nochmals die orangefarbene Blume nach hinten
und lass sie bei der Ausatmung sich wieder schließen. Öffne jetzt eine orangefarbene Blume nach vorn und lass sie bei der Ausatmung sich wieder zu einem kleinen leuchtenden Punkt schließen. Öffne nochmals die orangefarbene Blume nach vorn und bei der Ausatmung lässt du sie wieder sich schließen. Öffne jetzt beide orangefarbene Blumen nach vorn und nach hinten bei der Einatmung und lass sie bei der Ausatmung sich wieder schließen. Öffne nochmals beide orangefarbenen Blumen und lass sie bei der Ausatmung sich wieder schließen. Geh jetzt von deiner Wirbelsäule bei der Ausatmung hinunter zum Wurzelchakra. Bei der Einatmung gehst du wieder hinauf durch deine Wirbelsäule auf die Höhe des zweiten Chakra und weiter hinauf auf die Höhe des dritten Chakra. Und öffnest jetzt bei der Einatmung eine gelbe Blume nach hinten. Und bei der Ausatmung lässt du sie sich wieder schließen und zu einem kleinen, leuchtenden, gelben Punkt werden. Bei der Einatmung öffnet sich die gelbe Blume nach hinten und bei der Ausatmung schließt sich die gelbe Blume wieder. Öffne jetzt die gelbe Blume nach vorne. Und bei der Ausatmung wird sie wieder zu einem kleinen leuchtenden Punkt. Öffne nochmals die gelbe Blume nach vorn und bei der Ausatmung schließt sie sich wieder. Öffne jetzt beide gelben Blumen nach vorn und nach hinten bei der Einatmung. Bei der Ausatmung schließen sich beide gelbe Blumen wieder. Lass beide Blumen sich nochmals öffnen bei der Einatmung und bei der Ausatmung schließen sie sich wieder. Geh jetzt mit deiner Aufmerksamkeit durch die Wirbelsäule hinunter bis zum Wurzelchakra bis zum Steißbein. Bei der Einatmung gehst du wieder hinauf durch die Wirbelsäule bis auf die Höhe des dritten Chakra. Bei der Ausatmung wieder hinunter bis zum Wurzelchakra und gehst in deinem Atemrhythmus hinauf und hinunter. Und bleibe jetzt auf der Höhe des dritten Chakras. Und halte auch deine Hand auf das dritte Chakra. Und geh jetzt in deiner Visualisation zum dreijährigen Kind, dass du einmal warst. Schau es an. Nimm es bei der Hand und sag ihm: Ich freue mich darüber,
dass du schon so viele Dinge selber machen kannst. Ich freue mich, dass du so viele Dinge selber machen willst. Es gefällt mir, dass du langsam selbstständig wirst und die Verantwortung für dich übernimmst. Ich finde es gut, dass du weißt, was du willst und es auch sagst. Es ist auch gut, dass du manchmal Nein sagst. Ich werde dich von jetzt an unterstützen, damit du das machen und sagen kannst, was du willst. Ich werde dich unterstützen, damit du dich selber werden kannst. Spür die Hand des kleinen Kindes. Und werde jetzt selbst dieses kleine Kind, das von seinem großen Ich gehalten wird. Und hör hin, was dein großes Ich dir sagt. Es freut mich, dass du größer wirst und weißt, was du willst und die Verantwortung für dich übernimmst. Es ist gut, wenn du selbstständig bist. Es ist gut, dass du weißt, was du willst und es auch sagst. Es ist auch okay, wenn du mal Nein sagst. Ich werde dich von jetzt an unterstützen, damit du das machen und sagen kannst, was du willst und wirklich dich selber werden kannst. Spür die Hand, die dich unterstützt und werde langsam wieder zu deinem großen Ich. Schau nochmals das kleine Kind liebevoll und stolz an und verabschiede dich. Sag ihm, dass es dich jedes Mal rufen kann, wenn es deine Unterstützung braucht. Mach täglich den Leberrelease und klopfe den Meridian und erlaube dir, du selbst zu sein, selbstständig. Und fühle dich wichtig und wertvoll. Nach einer Woche kannst du weitermachen mit Akupressur 44, was du wie immer über meine Homepage findest, www.vivianrauber.com, Deutsch, YouTube, und drückst auf Akupressur 44.